Guten Morgen. Eine neue Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Wir werden uns heute mit einem Thema befassen, das verschiedenste Fragen beantwortet, die alle auf das Gleiche abziehen. Also die Frage ursprünglich war, ist es okay, wenn mein Hund bei anderen Leuten springen darf und bei mir nicht? Oder bei anderen Leuten beim Spielen fester zupacken darf als bei mir? Die Frage könnte aber auch lauten, ist es ein Problem, wenn mein Hund bei meinen Eltern auf die Couch darf, bei mir aber nicht? Oder umgekehrt. Ist es ein Problem, dass mein Hund manchmal ins Bett darf und manchmal nicht? Ich könnte die Frage also in verschiedensten Varianten stellen. Und heute gibt es eine Antwort zu all diesen Varianten. Los geht's. Also, der Mensch an sich traut dem Hund viel zu wenig zu, was die Kapazität des Lernens angeht. Das ist tatsächlich so. Also, wir gehen auf die ursprüngliche Frage ein. Mich darf mein Hund nicht anspringen, bei mir darf er im Spiel nicht in den Arm oder in die Finger beißen, das lehne ich kategorisch ab, aber andere machen das. Die versauen mir immer meine Erziehung. Nein, tun sie nicht. Hunde sind doch nicht doof. Also Hunde können problemlos lernen, dass sie mit Papa beim Spielen richtig Gas geben können und dass Papa das richtig geil findet, wenn er auf der Arbeit noch 3 Narben in den Fingern und in den Händen nachweisen kann, weil er so geil und wild mit seinem Welpen spielt. Während Mama sagt, nee, ich will das so doll nicht. Das können die durchaus lernen. Also das können die nicht nur unter Hunden lernen. Also Hunde können genauso lernen, dass sie zum Beispiel bei uns in der Huta auf Couch, Bank und sogar auf Tische drauf dürfen, aber zu Hause nicht. Hunde können auch lernen, dass in der Huta, wenn ich da bin, ein paar andere Regeln gelten, als wenn Christine da ist. Ja? Dass ich mit manchen Sachen viel lockerer umgehe und mit anderen Sachen viel rigoroser als Christine. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Wenn die das nicht umsetzen könnten, wenn die nicht andere Faktoren in ihr Verhalten einbeziehen könnten. Und andere Faktoren sind das Umfeld, die Stimmung, diejenigen, die involviert sind, also Menschen oder Hunde, die dazu gehören oder. Wenn die das nicht könnten, würden die sich doch immer gleich verhalten. Ein einfaches Beispiel. Ein Labrador ist ein Hundetyp, der einfach sehr, sehr wild und raufig spielt. Wir nehmen jetzt mal so einen Labrador-Rüden, so durchschnittlich. Es gibt auch andere, ne? Keine Frage. Aber wir nehmen einfach mal so einen Labrador, der es richtig geil findet, zu rennen, zu schubsen, zu bolzen, zu walzen, sich auf einen draufzulegen. Und so spielt der gerne. So, dieser Hund spielt mit Hunden, die ähnlich gerne so spielen, sicherlich relativ schnell genau so. Also wild, bolzig, raufig. Wenn der aber jemanden trifft, der so nicht mit ihm spielen will, nehmen wir jetzt mal irgendwie so eine zierlichere Hündin, die mit dem Rüden spielen will, die mögen sich schon, aber das Spiel passt nicht. Die würde halt lieber ein bisschen wegrennen und ein bisschen fangen spielen und sagen, ach du bist, und dann rennt die wieder weg, während er sagt, boah, ich hab dich, boah, Bums drauf. Und auch da, das braucht natürlich Zeit, lernt er irgendwann, also der bolzige Hasso lernt dann irgendwann, ich kann mit der Luna einfach nicht so spielen, wie ich das will. Aber wenn der Kalle da ist, mit dem Kalle kann ich richtig Rabaubums, Bam, Bäven. Aber mit der Luna eben nicht. Und das können die doch umsetzen. Das können die sogar schon im Welpenalter umsetzen. Also in der Welpenkiste schon in einem Wurf, wo die alle noch sehr homogen sind, gibt es trotzdem Hunde, die viel wilder sind als andere. Und die lernen, okay, ich kann den zanken, den nicht, der haut mir zurück. Ich kann mit dem so spielen, mit dem so. Und wenn die Mama kommt, dann mache ich am besten nichts. Wenn der Papa kommt, der guckt nur zu, der macht gar nichts. Also da lernen die das schon. Auch im nächsten Welpenkurs lernen die das. Also wenn die dann in die Hundeschule gehen, lernen die das im Welpenkurs. Deshalb ist es wichtig, einen Welpenkurs zu haben, der relativ bunt ist. Das ist jetzt meine Meinung. Ja? Also ich habe gerne den Dackel und die Dogge im gleichen Welpenkurs. Weil die Dogge dann lernt, ich kann mit dem Dackel halt nicht so spielen wie mit dem Labrador. Das funktioniert nicht. Man muss da unterstützen, man muss sie anleiten, man kann die jetzt nicht einfach draufrennen lassen 10-mal. Aber wenn die einigermaßen klug sind, dann klappt das schon. Zurückhaltende Welpen bei uns im Welpenkurs, die sind immer mal moderat so ein bisschen Stress ausgesetzt, weil die anderen Hunde das halt probieren auf ihre Art und Weise, wie sie es probieren. Ihr Charakter ist halt erstmal so, ne? Und dann kommt halt der wilde Labi und der schubst erstmal und dann sagt der kleine Spitz, nee, so will ich nicht spielen, bist doof und beißt dem Labi mal so Richtung Nase.
Und über so 5, 6, 7 Interaktionen stellt der Labi fest, okay, mit der muss ich das anders machen. Ich lege mich mal auf den Boden, auf Entfernung, mache mal nur so und bell mal ein bisschen. Und auf einmal dauert das 5 Minuten und der Spitz hüpft auf dem Labi rum. Da hat der Spitz seine Spielvariante, der wird nicht plattgewalzt, wird nicht geschubst. Der Labi hat seine Spielvariante, weil einer ihn wirklich ordentlich schubst, weil er halt auf dem Boden liegt und der Spitz da drauf rumhüpft. So. Dann steht der Labi auf, geht zum nächsten Hund und das ist ein Cane Corso und da wird wieder knabum, bam, 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 schubst. So. Da können die das schon lernen. Und die können das genauso gut auch bei euch lernen. Wenn jetzt zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, meine Oma, mein erster Hund, als ich Kind war, die Tammy, war ein Husky-Mischling. Husky-Collie-Mischling. Wenn die bei meiner Oma im Urlaub war für 2 Wochen, kam die immer rappelfett wieder. Und das Erste, was die bei meiner Oma gemacht hat, ist zack in die Küche vom Kühlschrank setzen. Meine Oma hat immer Wurst vom Fleischer geholt, das war also wirklich gute Wurst. Und da kriegte die erstmal so einen halben Ring Fleischwurst. Wenn die, einfach nur, weil sie da war. Und das wusste die, das hat die gelernt. Und die wusste ganz genau, wenn ich die Oma nett genug angucke, hat die das Gefühl, ich verhungere und dann kriege ich was. Und bei uns hat die das nicht gemacht, weil die wusste, dass sie da keinen Erfolg hat. Also all diese Dinge, wo der Hund den jeweiligen Menschen dazu in Bezug setzt, um sich anders zu verhalten, sind für euch ein Indiz, dass der Hund tatsächlich personenbezogen oder ortsbezogen oder situationsbezogen lernen kann und sich auch so verhalten kann. Es spricht also nichts dagegen, dass Hunde andere Menschen anspringen dürfen, euch aber nicht. Ein Beispiel aus der Hundeschule. Es gibt total viele Hunde, die ich immer wieder begrüße. Und wenn die mich anspringen, dann knuddel ich die vielleicht mal. Manchmal mache ich das, manchmal mache ich das, manchmal schiebe ich die runter, manchmal sage ich, komm her, knuddel die durch. Der Cisco zum Beispiel. Der Cisco ist ein 50 Kilo schwerer Rottweiler. Und ich motiviere den immer hochzuspringen, dann knuddel ich drin, dann herz ich den, dann drücke ich den. Und die Besitzer wollen dann natürlich nicht, dass der 50 Kilo schwere Rottweiler andere Menschen anspringt. Aber das bin halt ich. Und der Cisco kann verstehen, ich, wenn ich das gestatte in der Hundeschule oder in der Huta, darf er gerne hochklettern. Wenn nicht, dann schiebe ich ihn runter. Das heißt aber nicht, dass der Oma Erna auf dem Spaziergang anspringt und die auch so knuddeln will. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist halt eine Situation, bezogen auf mich. Ja? Und da gibt es auch immer dann viele Hundehalter, das ist jetzt bei Cisco nicht so, aber es gibt auch Hundehalter, die dann sagen, ja, aber der soll ja nicht lernen zu springen. Und dann sage ich immer, ja, aber das ist halt, wenn der das bei mir darf, heißt das nicht, dass er es bei allen anderen darf. Wenn du das bei allen anderen einfach immer wieder unterbindest, dann wird der relativ schnell feststellen, ich darf keinen anspringen, aber den Dirk. Dann gibt es wieder Hunde in der Hundeschule, die dürfen mich nicht anspringen. Das ist einfach, das hat jetzt nichts mit Zuneigung zu tun. Es ist einfach so, bei denen, die am Anfang zum Beispiel sehr viel gesprungen haben, sehr viel gesprungen sind, die mich sehr viel angesprungen, von denen ich sehr viel angesprungen wurde, da unterbinde ich das und habe das relativ rigoros, habe ich immer wieder runter und habe die dann unten gekrault und da lasse ich das auch kaum zu. Während andere Hunde, wie der Cisco zum Beispiel, mit dem wir ein bisschen ernster trainieren mussten, dem man auch mal in Anführungsstrichen die Hammelbeine langziehen muss, mit dem man auch mal motzen muss, weil es halt ein Rottweiler ist, der für den Wesenstest vorbereitet wird und weil der so ein bisschen Aggressionsproblematiken hatte, als der zu uns kam. Weil das halt ein Hund ist, mit dem ich relativ robust und relativ kernig umgehen muss, habe ich lieber, dass der lernt, dass er mich gerne anspringen darf, weil das für unsere Beziehung, für unser Gemeinwohl wichtig ist. Ich muss den auch mal herzen und knuddeln können, der muss sich bei mir auch mal wohlfühlen dürfen und da ist mir das Anspringen das kleinste Problem. Dann lernt er aber halt, dass er mich anspringen darf und andere nicht. Also es ist kein Problem für euch, wenn euer Hund zum Beispiel mit eurem Mann gewisse Dinge darf und mit euch nicht. Das Wichtige ist, dass ihr dabei halt konsequent bleibt, dass ihr wirklich sagt, okay, bei mir gibt es das nicht. Mein Spiel sieht anders aus. Bei mir darf es nicht so in die Finger oder in die Arme beißen. Ja, wenn das beim Papa machst und mir ist das egal, dann ist das Papas Bier. Und das ist eben die Schwierigkeit. Also nicht nur, dass man konsequent bleiben muss, sondern dass man auch schauen muss, dass es sich über die Zeit nicht aufweicht. Meistens passiert nämlich genau das, dass dann der eine das nicht mehr so ernst nimmt, der andere auch nicht. Ja? Was man versuchen sollte zu vermeiden, ist, dass der eine dem anderen quasi ein Beinchen stellt. Also bei Papa darf der Hund wilder spielen, bei Mama nicht. Und jetzt versucht der Papa ständig den Hund dazu zu animieren, mit der Mama ebenso wild zu spielen. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, das ist nicht fair und das bringt den Hund durcheinander. Ja? Wenn ihr einfach klar bei euch bleibt, dann kann der das durchaus lernen. Ja? Nur weil Oma Erna euren Hund auf dem Spaziergang einfach immer toll findet und ihn gerne begrüßt und sagt, es ist mir egal, dass der mich anspringt, dann kann der das lernen, dass das Oma Erna ist. Ja? Und bei allen anderen holt ihr den einfach wieder weg und sagt, nein, du darfst andere Menschen nicht anspringen. Du darfst nicht an den hochklettern. Das darfst du nicht. Und dann lernt er, okay, bei Oma einer geht, bei allen anderen geht nicht. Ja? So einfach kann es sein. Hunde sind nicht so blöd, wie ihr denkt.
die können durchaus unterscheiden, und zwar ganz, ganz, ganz deutlich, mit wem sie was dürfen und mit wem nicht. Und wer immer noch nicht überzeugt ist, der fragt sich einfach mal selber, ob euer Hund in der Lage ist, gewisse Teile in eurer Familie oder im näheren Umfeld, also im Team Hasso, sage ich jetzt mal, besser zu manipulieren als andere. Weil da beweisen sie es eindeutig. Da können sie ganz klar zeigen, schau mal, bei Mama brauche ich am Tisch nicht betteln, aber wenn ich zum Papa gehe, kriege ich immer mal wieder eine Kartoffel. Und schon ist der Beweis auch durch den Hund direkt angetreten, dass sie es sehr wohl können. Ich bin raus für heute. Das war's. Tschüss.